Wir haben es geschafft, Kaede. Wahnsinn, Zuma. Du bist unglaublich. Meine Kindheitsfreundin Kaede und ich haben zusammen eine Zeitkapsel vergraben. Es fühlt sich an wie unser kleines Geheimnis und ich freue mich schon auf die Zukunft, wenn wir älter sind und wir sie gemeinsam öffnen. Also gut, Kaede. Gibt es noch etwas, was du da reinpacken willst? Zuma, das darfst du nicht vergessen. Wir haben es gestern zusammen geschrieben. Was ist das denn? Na komm schon, Heiratsdokumente. Wenn wir älter werden, werde ich dich heiraten, Zuma. Dann sind wir für immer zusammen. Aber auch ohne das werden wir sowieso für immer Freunde sein, weißt du? Das ist so seltsam von Kaede. Wir sind beste Freunde, also werden wir offensichtlich für immer zusammen sein. Hey, komm schon. Wenn wir größer werden und diesen Papierkram erledigen, werden wir viel mehr zusammen sein als nur Freunde. Das wusste ich gar nicht. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Aber das wusste ich nicht. Ja, das ist richtig. Deshalb darfst du keine Zweifel daran haben, Zuma. Das ist es. Und Mama und Papa freuen sich auch für uns. Ja, schon gut. Gut, dann lass es uns jetzt begraben. Ja, genau. Und so wurden unsere Erinnerungen tief in der Erde vergraben. Und eines Tages würden wir unsere Timekapsel gemeinsam öffnen. Und ich konnte diesen Tag kaum erwarten. Mein Name ist Zuma Takamiya. Ich bin 23 Jahre alt und arbeite im zweiten Jahr. Ich bin in einer wirklich toxischen Firma gelandet und arbeite jetzt schon 18 Tage am Stück. Ich bin ein elitärer Firmensklave. Heute war ein weiterer Tag, an dem ich von morgens bis nachts gearbeitet habe. Und ich kam wie immer erschöpft nach Hause. Ich habe keine Energie, um für mich zu kochen. Also ist der Supermarkt mein unschlagbarer bester Freund, der immer für mich da ist. Und für diesen besten Freund zahle ich jeden Tag 3 Cent für die Plastiktüten im Supermarkt. Morgen ist endlich mein freier Tag, aber an meinem freien Tag bin ich meistens so müde, dass ich nur schlafe. Und dann ist es wieder vorbei. Früher, als ich noch studierte, war ich einfach ein Verlierer. Aber heute fühle ich mich tatsächlich besiegt. Da fällt mir ein, dass ich vor einiger Zeit eine Einladung zum Klassentreffen bekommen habe. Aber ich war so mit der Arbeit beschäftigt, dass ich am Ende nicht hingehen konnte. Naja, es hätte sich sowieso niemand gefreut, mich zu sehen, da ich eh nicht so viele Freunde hatte. Oh, ich habe ausnahmsweise mal gut geschlafen. Mist, wie kann es schon so spät sein? Oh, in letzter Zeit habe ich, egal wie viel ich schlafe, das Gefühl, dass ich meine Erschöpfung nicht loswerde. Ich frage mich, ob ich noch etwas im Kühlschrank hatte. Als ich in meinen Briefkasten schaute, war da ein riesiger Stapel Post, der mit Gewalt hineingestopft wurde. Was für eine lästige Pflicht. Ich sollte das wirklich mal aufräumen. Ich habe nicht richtig nachgesehen und es hat sich viel zu viel angehäuft. Mal sehen. Inkasso von Netzgebühren? Ich habe nicht mal einen Fernseher zu Hause. Die Quittung für eine Wasserrechnung. Werbung für eine Umzugsfirma. Willst du übermorgen mit dem Bau beginnen? Ersparen Sie mir bitte den Lärm. Hä? Was ist das? Ein Bestätigungsschreiben? Habe ich kürzlich was eingereicht? Wer weiß, ich denke, ich sollte es vorsichtshalber überprüfen. Hä? Wir haben Ihre Heiratsurkunde akzeptiert? Wenn ich eine Frau hätte, würde ich nicht so ein einsames Leben führen. Das muss doch Betrug sein, oder? Was meinen die mit Ehe? Wenn ich nicht einmal Zeit habe, mir eine Freundin zu suchen, geschweige denn eine zu haben. Moment mal. Vielleicht habe ich ja einen Stalker und der hat die Dokumente gefälscht, ohne dass ich davon wusste. Wenn das so ist, kann der Stalker dann einfach meine Freundin sein? Naja, egal. Ich habe sowieso kein Problem mit Horror. Die Wohnung ist auch super billig, weil es hier mal einen Unfall gab. Aber ich schlafe hier immer nur, also habe ich nie ein Geräusch gehört. Aber auch, wie dumm, dass ich überhaupt heiraten würde. Lilly würde mich bestimmt auslachen. Oh bitte, das muss doch ein Irrtum sein. Aber da fällt mir ein, ich frage mich, wie es ihr geht. Seit dem Tag meiner Geburt habe ich noch nie ein Mädchen gemocht. Tut mir leid, ich habe gelogen. Ich habe tatsächlich jemanden, den ich liebte. Es ist peinlich, das als Erwachsener zu sagen, aber bis heute denke ich immer noch an meine erste Liebe. Meine Kindheitsfreundin, Kaede Shinohara. Sie war mein allererster Schwarm. Dieses Jahr an meinem Geburtstag werde ich Kaede endlich fragen, ob sie mit mir ausgeht. Das solltest du wirklich nicht. Du solltest wissen, wo du hingehörst. Kaede ist klug und schön. Und für einen dummen Versager wie dich besteht keine Chance. Psst, sei still! Wir sind Kindheitsfreunde, wir kennen uns schon ewig. Na und? Glaubst du wirklich an solche Märchen, wo Kindheitsfreunde zusammenkommen? Das ist kein Liebesmanga von deiner Lieblingswebsite. Du hast dich viel zu sehr beeinflussen lassen. Sogar als meine kleine Schwester denkst du so, Lilly?
Hey, sei nicht so deprimiert. Du tust so, als hätte ich etwas Gemeines gesagt und dich zum Weinen gebracht. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das ist noch viel verletzender. In letzter Zeit spreche ich nicht mal mehr mit Kaede. Selbst wenn ich ihr eine Nachricht schreibe, antwortet sie lange nicht. Du musst endlich aufwachen. Du hast wirklich keine Chance mehr. Das ist keine Frage. Als deine Schwester sag ich dir, dass es vorbei ist. Aber wenn wir einfach so unseren Abschluss machen, werde ich von Kaede getrennt. Verstehst du? Dann solltest du dich jetzt abweisen lassen und deinen nächsten Schwarm in der Uni finden. Vielleicht wartet dort ja jemand Besseres auf dich. Wenn überhaupt, hast du eine sehr, sehr süße kleine Schwester, weißt du? Das ist eine sehr seltene Sache, weißt du? Und das hast Lilly. Übrigens, ich kann deine Unterwäsche sehen. Das ist genau der Grund, warum dich kein Mädchen mag! 30 Minuten später. Aber auch Kaede ist irgendwie furchtbar. Ich denke wirklich, du solltest das vergessen, Soma. Es ist unmöglich, dass sie nicht weiß, was du fühlst. Aber trotzdem, all die Jahre führt sie dich an der Nase herum und dann wird sie plötzlich kalt und ignoriert dich. Das ist nicht nett von einem Mädchen. Jeder mag Kaede, also glaube ich nicht, dass ausgerechnet sie... Weißt du, jetzt wo ich darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass ich Kaede wirklich mag. Lilly, am Ende war ich nicht in der Lage, sie an meinem Geburtstag einzuladen. Anscheinend hatte sie schon etwas vor. Ein paar Tage später bekam ich ein Geschenk. Aber ich fühlte mich innerlich sehr unruhig. Danach habe ich viele Male versucht, eine Gelegenheit zu finden, Kaede zu sagen, was ich fühle. Aber Kaede war sehr beliebt. Und sie war immer von vielen Leuten umgeben. Und es schien, als hätte sie meine Existenz im Allgemeinen völlig vergessen. Heute war Weihnachten. Anscheinend wollte Kaede heute Abend mit ihren Klassenkameraden eine Weihnachtsfeier veranstalten. Natürlich war ich nicht eingeladen. Als wir klein waren, waren wir immer zusammen. Aber heutzutage sind Kaede und ich sogar an unseren Geburtstagen und an Weihnachten getrennt. Ich habe sie verzweifelt angefleht, sich mit mir zu treffen. Und es ist mir endlich gelungen, ein bisschen Zeit zu bekommen. Ich wusste, dass es hoffnungslos war. Und dass dies wahrscheinlich meine letzte Chance war. Kaede, ich liebe dich. Gehst du bitte mit mir aus? Hä? Was sagst du denn da? Ich kann's nicht glauben. Nach all der Zeit, warum sagst du jetzt so etwas Dummes? Ich bin Nach wirklich all der beschäftigt. Zeit, ha? Ja, du hast recht. Natürlich, es tut mir leid. Ist das alles, worüber du reden willst? Tschüss. Und damit war meine erste Schwärmerei zerstört. Seit wir auf der Oberstufe waren, wurde Kaede mir gegenüber immer kälter. Ich wusste nicht, was der Grund dafür war, dass sie anfing, mich zu hassen. Aber es war wahrscheinlich nicht nur ein Grund. Es muss mehrere gegeben haben. Und diese summierten sich und führten zu dem hier. Ich konnte es nur noch akzeptieren. Das liegt daran, dass ich ein Kindheitsfreund bin, der Kaede nicht gewachsen war. Ich denke, ich werde einfach einen Kuchen kaufen und ihn für Lilly mitbringen. Ich spürte, wie sich meine Gefühle für Kaede fast sofort verflüchtigten. Wir waren auch keine Kindheitsfreunde mehr. Wir würden hier unseren Abschluss machen und dann würden wir getrennte Wege gehen. Ich holte mein Handy heraus und löschte leise Kaedes Kontakt. Hä? Wer ist diese Person? Wartet sie im Regen auf jemanden? Vor meiner Wohnung sah ich eine unbekannte Person. Sie kam mir verdächtig vor. Aber ich beschloss, mir keine Gedanken darüber zu machen. Ich hatte nicht das Zeug dazu, mir jetzt Sorgen um andere zu machen. Soma? Du bist doch Soma, nicht wahr? Und du? Wer bist du? Ich bin's, Kaede. Kaede Shinohara. Deine Kindheitsfreundin, Soma. Warte, nein. Ich werde jetzt deine Frau sein. Kaede? Soma! Es tut mir leid. Ich bin so froh, dich zu sehen. Was? Um Himmels Willen, ist hier los? Weil, als ich dachte, dass du vielleicht krank bist oder dass es dir gut geht, habe ich... Was zur Hölle? Du bist so eine Nervensäge, was ist das denn? Oh, in Ordnung, ich habe nichts gesehen. Es war wahrscheinlich nur ein Geist, der mir meine Erschöpfung gezeigt hat. Ich bin wirklich... Jetzt kann ich sogar die Geister hören. Aber ich war noch nie sehr spirituell, um damit anzufangen. Das weiß ich aber. Halt die Klappe! Angenommen, du bist Kaede. Was machst du dann hier? Endlich habe ich dich gefunden, Sommer. Du bist aus dem Nichts aufgetaucht. Was ist denn auf einmal los? Verzeihung. Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen herausputzen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig.
Ich bin so froh, dass ich dich endlich wiedersehen konnte. Wenn ich nicht... Ich... Was willst du von mir? Willst du dir Geld leihen oder so? Ich habe nicht einmal Zeit, es auszugeben. Also, Geld ist so ziemlich alles, was ich hab. Aber wenn es etwas gibt, was du brauchst, dann beeil dich und sag es mir und geh. Das sagte ich. Und dann sah ich zum ersten Mal richtig zu Kaede auf. Hey, was ist mit dir passiert? Damals war sie so fröhlich und schön. Aber jetzt sah sie genauso erschöpft aus wie ich. Sie sah aus, als würde sie jeden Tag rund um die Uhr arbeiten und war schon an ihrer Grenze. Wie auch immer, komm einfach rein, wir können drin reden. Es tut mir leid, dass ich Ärger gemacht habe. Naja, dann hätte sie mir vorher eine Nachricht schicken können, dachte ich. Aber dann wurde mir klar, dass ich meine Handynummer gewechselt hatte und nur meiner Familie und meinen besten Freunden meine neue Nummer mitgeteilt hatte. Hier, du solltest dich besser nicht erkälten. Danke. Du bist noch genauso nett wie früher, Soma. Das ist seltsam. Du bist also nicht wirklich Kaede, oder? Spuck die Wahrheit aus. Du versuchst, Kaedes Namen zu benutzen, um mich zu täuschen, nicht wahr? Bist du eines dieser sogenannten Sugar Babies, die mich verführen wollen und dann mein ganzes Geld nehmen? Warum sagst du mir nicht Kaedes Geburtstag? 3. November. Ach, ich weiß nicht mal mehr, ob das stimmt oder nicht. Ja, natürlich nicht. Es tut mir leid. Mein Fehler, das war einfach nur gemein. Ich schätze, ich habe mich auch in eine nervige Person verwandelt. Natürlich erinnere ich mich. Nein, ist schon gut. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, dass ich all die Jahre wirklich schrecklich zu dir war. Es ist ja nicht so, dass es deine Schuld war. Aber kannst du endlich damit aufhören? Du bist aus dem Nichts aufgetaucht und du entschuldigst dich ohne jeden Grund. Um ehrlich zu sein, es ist anstrengend. Es tut mir leid. Warte, ich habe es wieder getan. Ich bin so dumm. Oh, es gab so viel, worüber ich mit dir reden wollte, als ich dich sah. Aber zuerst wusste ich, und das war alles, was ich aus mir herausbekam. Danke, dass du mir was zum Wechseln gegeben hast. Na, es ist nur ein ultralangweiliges T-Shirt, das ich schon lange benutze. Keine Sorge. Du scheinst dich verändert zu haben, Soma. Vielleicht bist du ein besserer Mann geworden, als du es früher warst. Du kannst mit den Schmeicheleien aufhören. Damals war ich nur ein Verlierer. Und jetzt bin ich von der Härte der Welt abgestumpft. Das ist alles. Hast du schon zu Abend gegessen? Ich kann ja was kochen. Im Kühlschrank ist nichts mehr. Es sei denn, wir gehen etwas kaufen? An meinem lang ersehnten freien Tag hatte ich schon vor, irgendwo essen zu gehen. Aber ich konnte auf keinen Fall einfach das Haus verlassen und Kaede dort alleine lassen. Hast du Hunger? Ich habe nur Instant-Nudeln. Wie diese oder diese oder diese. Ich danke dir. Aber warum hast du hier nur Instant-Nudeln? Sag mir nicht, dass du das die ganze Zeit isst. Nicht die ganze Zeit, nur vielleicht 6-mal die Woche? Das ist nicht in Ordnung, wenn das deine Diät ist. Soma, entspann dich. Von jetzt an werde ich dir jeden Tag hausgemachte Mahlzeiten kochen. Oh, das Wasser kocht. Was sagst du da überhaupt? Und nicht nur das Kochen. Alles. Alles, um all die Jahre wieder gut zu machen. Ich verspreche dir, ich werde mich um dich kümmern, Soma. Du kannst die Wäsche und das Putzen alles mir überlassen. Ich habe keine Ahnung, was du da sagst oder was das bedeutet. Warum solltest du so etwas tun, Kaede? Und vor allem, iss deine Ramen, die Nudeln werden lang. Weil ich deine Frau bin, Soma. Der Grund, warum ich heute hierher gekommen bin, war, dich abzuholen. Es tut mir sehr leid, dass du warten musstest. Dieser Tag ist endlich da und jetzt werde ich für immer mit dir zusammen sein. Ich verspreche dir, dass ich dich als deine Frau unterstützen werde. Sieh mir einfach zu. Wie bitte was? Und so haben wir geheiratet. Ich habe unsere Heiratsurkunde auch schon abgegeben. Es tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat. Wer hat geheiratet? Wir. Du und ich. Verstehe. Ich und du. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich's. Das war dein Werk, verdammt nochmal. Weil ich es tun musste, weil ich dachte, dass es sonst für dich und mich vorbei wäre. Hast du eine Ahnung, was du getan hast? Du weißt schon, dass es ein Verbrechen ist, solche Dokumente zu fälschen. Ich habe nichts vergessen. Du hast diese Papiere selbst unterschrieben. Warte, ich glaube, ich fange an, mich zu erinnern. Diese chaotischen Briefe. Sind das nicht... Das ist ein Beweis für unsere gemeinsame Zukunft, die wir beide in der Zeitkapsel vergraben haben. Ja, genau, die Zeitkapsel. Nein, aber das ist unmöglich, dass etwas, das wir als kleine Kinder geschrieben haben, von der Regierung offiziell anerkannt wird. Mach dir keine Sorgen, Soma. Du und ich sind bereits offiziell verheiratet. Das kann nicht sein. Das muss ein Scherz sein. Haben die das wirklich angenommen? Ich akzeptiere das sowieso nicht.
Was meinst du mit verheiratet? Die Beziehung zwischen uns ist sowieso schon lange vorbei. Als ich dich damals gefragt habe, ob du mit mir ausgehen willst, hast du es schnell wieder verworfen. Hast du eine Ahnung, wie ich mich gefühlt habe? Ich wollte für immer mit dir zusammenbleiben. Ich war besorgt über die Distanz, die zwischen uns wuchs, und dennoch wurdest du mir gegenüber immer kälter. Aber selbst dann, ich mag dich. Deshalb wollte ich, dass wir mehr als nur Freunde sind. Es tut mir so leid. Ich habe es die ganze Zeit falsch verstanden. Weil wir uns, als wir klein waren, gegenseitig versprochen haben, dass wir unsere Zukunft zusammen verbringen werden. In meiner Vorstellung waren wir schon mehr als nur Freunde. Ich dachte, wir wären schon ein Ehepaar. Und deshalb war ich irritiert und habe mich gefragt, warum du das jetzt sagst nach all der Zeit. Lüg mich nicht an. Du warst schon lange vorher sehr kalt zu mir, nicht wahr? Du hast keine Ahnung, wie sehr das wehtat. Zu der Zeit, als wir in die Oberstufe kamen, wurdest du immer männlicher und attraktiver. Und ich mochte dich einfach zu sehr. Und ich dachte, ich würde verrückt werden. Ich konnte dir nicht einmal mehr direkt ins Gesicht sehen und in diesem Moment dachte ich, ich würde dich angreifen. Aber ich war noch eine Schülerin und konnte keine Verantwortung übernehmen. Falls... Außerdem zitterten meine Beine vor Aufregung, wenn ich nur mit dir sprach. Aber dann nach einer Weile kam Lilly und schrie mich an. Und mir wurde klar, wie dumm und ahnungslos ich war und was ich getan hatte. Du meinst die geschätzte kleine Schwester, mein Engel, auch bekannt als Lilly? Soma, du magst deine Schwester Lilly zu sehr. Das macht mich irgendwie eifersüchtig. Weil sie ein Engel ist. Nun, sie wird meine Schwägerin, also ist das in Ordnung. Aber damals war es Lilly ernst. Sie sagte mir, sie würde mir nie verzeihen, wenn ich in deine Nähe käme. Du gehst besser nicht in die Nähe meines Bruders, du dumme Schlampe! Nein, 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 nein! Hör zu, du hast es falsch verstanden, Lilly. So habe ich das nicht gemeint. Wegen dir. Hast du keine Ahnung, wie sehr du meinen Bruder verletzt hast? Ich werde nicht zulassen, dass du ihm noch mehr Probleme bereitest. Hat es dir Spaß gemacht, dich mit meinem Bruder anzulegen? Du hast seine Gefühle mit Füßen getreten und du bist wirklich die Schlimmste. Bitte, Lilly, lass mich bei Soma entschuldigen. Nachdem du die ganze Zeit so kalt zu meinem Bruder warst, willst du mich verarschen? Ein dummer Playboy passt besser zu jemandem wie dir. Mein Bruder wäre verschwendet an dir. Lass mich dir nur noch eins sagen. Dir zuliebe. Mein Bruder hat bereits durchschaut, was für ein schrecklicher Mensch du bist. Was? Auf Wiedersehen, ehemalige Kindheitsfreundin Kaede Shinohara. Ich habe die Person verletzt, die ich am meisten geliebt habe. Genau wie Lilly sagte, ich war wirklich wertlos. Von da an habe ich wirklich hart gearbeitet, um eine Frau zu werden, die deiner würdig ist. Ich ging auf die Uni und habe überhaupt nicht herumgepfuscht. Natürlich habe ich gelernt, wie man eine Hausfrau ist. Und ich habe jeden einzelnen Tag damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich dich dazu bringen kann. Ich muss eine Frau werden, die Soma würdig ist. Hey Soma! Weißt du noch, Soma Takanomiya? Der ist wohl nicht auf dem Klassentreffen. Weiß jemand, was er so treibt? Kaede, lange nicht gesehen. Du bist ja noch schöner geworden. Entschuldigung, wer war nochmal Soma? Oh, war das nicht dieser Verlierer? An so einen erinnere ich mich. Was für eine Erinnerung. Ich habe gehört, dass dieser Typ in einer toxischen Firma festsitzt. Er sollte sich wenigstens beim Klassentreffen blicken lassen. Aber er muss eine sehr harte Zeit haben. Das ist scheiße. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, gebe ich ihm einen Drink für heute aus. Weil ich dachte, ich würde dich sehen, bin ich mit großen Hoffnungen zum Klassentreffen gegangen. Aber seit wir die Oberstufe abgeschlossen haben, konnte ich dich überhaupt nicht mehr erreichen. Und mir wurde klar, dass ich wohl eine Blockade hatte. Ich konnte nicht glauben, dass du in einer toxischen Firma arbeitest. Während ich faulenzte, wusste ich nicht, dass du so sehr leiden musstest. Warte auf mich, Soma. Ich verspreche dir, ich werde dich retten. Ich werde jetzt nach Hause kommen. Von da an habe ich gearbeitet, als ob mein Leben davon abhinge. Und dann habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet und endlich alles fertiggestellt. Bin ich gekommen, um dich abzuholen. Also, gehen wir? Zu unserem neuen Haus? Wovon sprichst du? Neues Haus? Ich war irgendwie in der Lage, die Anzahlung zu bezahlen. Und ich musste mir etwas Geld von meiner Mutter und meinem Vater für den Rest leihen. Aber ich weiß, dass du und ich zusammen in der Lage sein werden, es in kürzester Zeit zurückzuzahlen. Nein, warte mal. Was meinst du mit neuem Haus? Frau Kaede, ich komme mit dieser Situation wirklich nicht klar.
Ich dachte, ein Haus wäre besser, aber ich wollte auch Ihre Meinung hören. Und nach der Geburt können wir immer noch umziehen, oder? Du hast nicht die Absicht, mich nach meiner Meinung zu fragen, oder? Ich hasse es, deine Seifenblase zu zerplatzen, wenn du schon in frisch vermählten Stimmung bist. Aber ich habe ein Problem mit der Ehe, um damit anzufangen. Ist schon gut, das ist okay. Ich werde ein Bauunternehmen beauftragen, damit ihr sofort umziehen könnt. Und außerdem werde ich dich zum CEO meiner Firma machen. Abgesehen davon ist es nur ein kleines, unabhängiges Unternehmen. Nein! Hör auf, mir das alles aufzuzwingen! Keine Sorge, Lilly hat mir schon verziehen. Was? Die Meinung meiner Schwester hat mehr Gewicht als meine eigene? Natürlich hat sie das. Was? Lilly? Lilly, du siehst heute süß aus. Oh je, mein dummer Bruder ist noch ekliger als sonst. Was noch wichtiger ist, warum bist du hier? Weil dieses Mädchen jeden Tag zu uns nach Hause kam, stundenlang an der Tür stand und mich anflehte und sich auf den Knien entschuldigte. Ich habe dafür gesorgt, dass sie bewiesen hat, dass ihre Entschuldigungen echt waren. Ich schwöre, ich werde dich glücklich machen, Sommer. Nun, ich habe mir sowieso Sorgen um dich gemacht. Also denke ich, wir können mal sehen, wie das hier läuft. Wenn du meinen Bruder noch einmal unglücklich machst, sorge ich dafür, dass du sofort die Scheidung bekommst. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Endlich kann ich Sommer ansehen, ohne mich so aufzuregen, dass ich vergesse, wo ich... Und ich halte mich an unser Versprechen von damals, dass wir für immer zusammen glücklich sein würden. Solange meine Augen schwarz sind, solltest du wissen, dass ich dich beobachte. Was? Werde ich wirklich von ihr weggehen? Was? Bin ich wirklich schon verheiratet? Was? Bin ich wirklich der CEO? Ich wechsle den Job? Was ist... Was? Von da an waren die Tage wie ein Orkan. Kaede hat wirklich alles perfekt vorbereitet. Dank eines Kündigungsdienstes hatte ich, ehe ich mich versah, bereits bei meiner toxischen Firma gekündigt. Und offenbar hatte sie auch schon beim Arbeitsamt gemeldet. Kaedes Eltern entschuldigten sich auch bei mir und sahen sehr bedauernd über ihre Tochter aus, als sie sagten, es tut uns sehr leid für Kaede. Ich kann nicht vergessen, wie sie mich mit leichter Besorgnis in ihren Augen ansahen. Ich schwöre Soma für den Rest meines Lebens zu lieben. Ich bin immer noch sehr verwirrt von der Situation. Das ist für dich in Ordnung. Ich werde mich von jetzt an sehr anstrengen, damit du dich in mich verliebst. Bitte tu nicht mehr, als du ohnehin schon tust. So. Das erinnert mich daran, dass ich damals, als wir die Heiratsurkunde in unserer Zeitkapsel vergruben, auch betrogen gefühlt habe. Aber trotzdem, um diesen Traum wahr werden zu lassen, um mich glücklich zu machen, hat Kaede wirklich hart gearbeitet. Sogar aus der Ferne, und ich konnte diese Realität nicht leugnen. In diesem Fall war es vielleicht an der Zeit, dass ich mich auch bei Kaede für ihre Bemühungen revanchierte. Unter Kaedes Obhut erholte sich auch meine Ernährung schockierend schnell. Und gerade als sie es klar machen musste, setzte Kaede wirklich alles daran, mich glücklich zu machen. Und mir wurde klar, dass ich wohl anfangen sollte, diese Realität um mich herum zu akzeptieren. Hey Kaede! Ich wollte dir sagen, dass ich auch. Ich werde auch meinen Bruder heiraten. Nein! Auch wenn du es bist, Lilly. Ich werde Soma nicht ausliefern. Mach die Sache nicht noch komplizierter, als sie schon ist.